So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe für euch Naya Depths, eine Evolution aus Grün-Weiß-Depths, GW-Depths, was ich tatsächlich 2021 schon mal euch gezeigt habe, was wirklich ein cooles Deck damals war und mittlerweile mit Rot gesplashed wurde und tatsächlich ein richtiger Delver-Killer ist. Es war damals schon ein Delver-Killer, ist heute ein Delver-Killer. Dementsprechend ist es eins der Top-Tier-Decks und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir starten mit 4 Knight of the Reliquary. Und diese 3-Mana-2-2-Kreatur sorgt dafür, dass wir alle Länder haben können und einen geilen Midrange-Plan haben können und ein richtig cooles Deck vor uns sehen. Er sagt 3-Mana-2-2, er kriegt +1/+1 für jedes Land in unserem Friedhof, tappen, opfern, Forest oder eine Ebene und führt es zu unserem Deck nach irgendeinem Land und bringt es ins Spiel. Mega geile Karte, absoluter Midrange-Monster, Tutor-Monster. Das hält das Deck zusammen. Ist der Kleber von dem Deck. Mega coole Karte. Dann haben wir ein paar One-Offs. Ein Ramunap Excavator, 3-Mana-2-3. Wir können Länder aus dem Friedhof spielen. Ist okay. Wir spielen ein Land-Deck. Naya Depths ist ein Länderdeck. Dementsprechend ist das okay. Dann haben wir ein Endurance, 3-Mana-3-4 Flash Reach. Modern Horizons 2 lässt grüßen. Und wenn das Spiel kommt, legen wir einen Friedhof unserer Wahl, von dem Spieler unserer Wahl, wieder unter das Deck. Und wir können eine grüne Kreatur benutzen, den zu evoken. Also eine Kreatur exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Dann wird das Ding direkt geopfert, aber ja, als One-Off zum Tutoren auch hier ganz gut. Dann haben wir auch als One-Off ein Outland Liberator. 2-Mana-2-2. Können wir für 1 Mana opfern, um ein Artefakt oder Enchantment zu zerstören. Und wir haben Daybone. Das heißt, wenn wir Nightbone sind, also dann wechselt er sich, wenn wir keinen Spell spielen oder Gegner keinen Spell spielt, dann ist es ein 3-3er, der, wenn er angreift, ein Artefakt oder Verzauberung zerstören kann und für 1 Mana opfern kann für zerstören Artefakt oder Enchantment. Wenn dann ein Spieler 2 Spell spielt, dann sind wir wieder Nacht und dann geht das zurück. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Elfish Reclaimer. 1 Mana, 1, 2, kriegt +2/+2, solange wir 3 oder mehr Länder im Friedhof haben. Und für 2 Mana tappen können wir das Land opfern und unser Deck nach einem Land suchen, das getappt ins Spiel bringen. Auch hier ist ein leichter Tutor-Effekt. Aber für 1 Mana in der ersten Runde den zu droppen, ist schon richtig, richtig gut. Dementsprechend geile Kreatur. Dann als One-Off-Kreatur haben wir noch Sylvan Safekeeper. 1-Mana-1-1, wir können Land opfern, um einer Kreatur Shroud zu geben. Und damit können wir zum Beispiel Marit Lage in 2020 fliegen und zerstörbaren, den wir beschwören können, Shroud geben. Oder auch sowas wie Knight of the Reliquary. Und das können wir auch ein bisschen ausnutzen. Das sind die Kreaturen. Gucken wir uns mal ganz kurz die Nicht-Kreaturen an. Und da kommen wir eben erstmal zu dem Punkt, weshalb das Deck rot spielt. Unter anderem wegen diesem netten Herrn Minsk und Bu. Beziehungsweise netten Herrn und netten Hamster. Das ist so die Karte, die aktuell in aller Munde ist. Ein grünes, ein rotes, 2 farblose, 3 Marken kommt er ins Spiel. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein 1-1 Hamster mit Eile und Trampel. Und lustigerweise kann man auf diesen Effekt reagieren. Das ist der einzige, einer der wenigen Planeswalker, wo man auf einen ETB reagieren kann, den man mit einem Bolt abschießen kann. Normalerweise kann man das ja nicht. Bei ihm kann man das tatsächlich machen, das ist Trick 17. Und +1, wir legen 3 +1/+1 Marken auf eine Kreatur mit Trampel oder Eile. Wir haben nur Minsk und Boom mit Trampel oder Eile. Dementsprechend ja, legen wir auf den Hamster 3+1/+1 Marken. Dann können wir aber auch für 2 Mana eine Kreatur opfern. Wenn wir das tun, dann fügt Minsk und Boom X Schaden an einem Target zu, und wo X die Stärke der Kreatur ist. Und wenn es ein Hamster war, ziehen wir X Karten. Heißt, wir können zum Beispiel, wenn der ins Spielfeld kommt, den Plussen mit einem 4-4 Hamster angreifen. Nächste Runde den 4-4 Hamster fliegen, haben wir 8 Schaden gemacht oder 12 und 4 Karten gezogen. Das ist wahnsinnig stark. Oder besagte Marit Lage ist ein 2020er, den können wir auch dem Gegner ins Gesicht fliegen. Wenn der Gegner darauf reagiert, dass wir die Fähigkeit aktivieren und uns unseren Marit Lage wegnimmt, kann es sein, dass wir was anderes fliegen müssen. Das kann sehr ärgerlich sein. Deshalb, Minsk und Pu ist ein bisschen tricky, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Des Weiteren haben wir noch eine Sylvan Library, 2 Mana Enchantment. Wir können als zusätzliche, beziehungsweise tun es, als zusätzliche Draw Step 2 Karten ziehen. Hammer. Und dann müssen wir aber für jede Karte, die wir nicht behalten wollen, und 4 Leben für jede Karte, die wir behalten wollen, bis zu 2 Karten, die wir diese Runde gezogen haben, wieder auf unser Deck legen. Sehr, sehr tricky Card, sehr, sehr coole Karte, aber auch hier ein grüner Staple. Dann haben wir noch 3 Mox Diamonds, 0 Mana Artefakt. Wenn er ins Spielfeld kommt, müssen wir ein Land abwerfen. Ansonsten wieder geopfert. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Hammer Teil. Wir haben genug Länder drin. Ich glaube, wir spielen fast 30 Länder. Easy peasy. Das sind die Non-Creature, Non-Instant oder Sorcery Sachen. Das sind halt die zusätzlichen Permanenten.
Und dann gucken wir uns mal die Spells an. Da starten wir mit 4x Crop Rotation. Crop Rotation ist für uns ein krasser Tutor, weil wir opfern Land und dürfen unser Deck nach einem Land durchsuchen und es ins Spiel bringen. Auch hier, wir haben so viele Tutor-Effekte, die wir benutzen müssen und können. Und unser Combo basiert auf einem Land-Ding. Und deshalb ist das einfach so wichtig, dass wir diese Karte spielen. Die ist End of Turn, Crop Rotation, machen Marit-Lage, gewinnen. Passiert sehr, sehr häufig. Als weiteren Tutor, ich habe es schon angekündigt, dieses Deck ist so ein halbes Maverick-Deck und so ein halbes grün-schwarzes Dark-Doof-Deck. Dementsprechend spielen wir 4 Green Sansanids. Ein grünes und X. Wir suchen unser Deck nach einer grünen Kreatur mit Mana-Kosten von X oder weniger und bringen die ins Spiel. Wie gesagt, die Kreatur muss grün sein, sie muss X oder weniger Mana-Kosten haben. Das kann auch ein Land sein, weil wir haben auch einen Dryad-Abo drin. Spoiler, Spoiler. Und oder wir haben halt hier diese Kreaturen, die wir raussuchen können. Das reicht, dass wir es 4x spielen müssen. Dann ebenfalls 4x Swords to Plowshares, der Premium-Removal aktuell im Legacy. Ein weißes Mana, wir exilen eine Kreatur, der Gegner kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Ja, der Gegner kriegt Lebenspunkte, ja, er kann über 20 kommen, ja, es kann sein, dass wir Marit-Lage ein weiteres Mal zuhören müssen. Das ist aber nicht schlimm, wir haben so viele mächtige Kreaturen hier drin, mit Endurance als 3-4er, Knight of the Reliquary als XXer oder den Elf Reclaimer als 3-4er, dass wir auch mal so ein paar Leben aus dem Gegner rausprügeln können. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Und als letzte Karte, also One-Off, habe ich noch ein Prismatic Ending drin. Man kann auch 2 Prismatic Ending und 3 Swords spielen. Ich habe mich aktuell für diese Ratio entschieden, weil bei uns doch mittlerweile ein bisschen Uerdelva rumläuft, was ich halt nicht so geil finde. Aber Swords ist halt besser gegen sowas wie Murktide. Für ein weißes und X, wir exilen Non-Land Permanent Mana-Kosten gleich der Converted Mana-Kosten, also verschiedene Mana-Farben, die wir bezahlt haben. Ich habe damit auch schon Blood Moon abgeräumt, also für ein weißes, ein grünes und ein rotes könnt ihr auch mal ein Blood Moon abräumen. Deshalb ist es im Mainboard als One-Off zu haben gar nicht mal so verkehrt. Ja, das sind die Instant und Sorceries. Und dann kommen wir zu dem wichtigsten in diesem Deck. Und zwar den Ländern. Bei den Ländern starten wir erstmal mit einer Peinlichkeit meinerseits, die sonst nicht zu übertreffen ist. Das ist eine Old Border, eine deutsche und eine englische Windswept-Tief und eine Judge Reward. Legen wir mal die Judge Reward nach oben, dann ist es nicht ganz so peinlich. Ja, Windswept-Tief, tappen, opfern, Deck nach einer Ebene. Oder einen Forest durchsuchen, ganz klar. Es ist ein grün-weißes Deck hauptsächlich, deshalb 4 Stück davon. Dazu noch ein Wooded Foothills, einfach nur als 5. Fetchland für Rot und Grün. Damit können wir uns raussuchen Duels. Wir haben 2 Savannen, das sind grün-weiße Duels. Eine Tiger ist ein rot-grünes Duel. Oder eben ein Plateau, ein rot-weißes Duel. Wooded Foothills findet ebenfalls diese beiden und kann damit ebenfalls auch grün oder weiß raussuchen, wenn es nicht direkt auf den Forest, wichtig, den Schwarzwald Forest, für mich persönlich ja was totales Highlight auf Instagram, wenn ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir nochmal folgen, habe ich da auch ein Bild zum Beispiel hochgeladen, wo ich dort gewesen bin, weil das ist im Schwarzwald, das ist in Süddeutschland, in meiner Heimat, bei den Triebergfällen und ja, da musste ich halt hin und musste diese Karte vor die Wasserfälle halten und hier war ich jetzt noch nicht, aber da will ich gerne hin, das ist eine Ebene, die chinesische Mauer, ha, mal gucken. Vielleicht komme ich da noch hin. Das sind so alle Länder. Jetzt kommen wir zu Utility Lands, Lands mit Effekten. Das sind so Mana-Länder und so ein bisschen was zum Raussuchen. Wir haben 2 Flexstones of Dhrokhair. Das ist ein Land, tappen für ein weißes. Wenn das Ding zerstört wird, können wir unser Deck nach einer Ebene durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Wichtig, wir können damit nach eine Karte raussuchen. Das heißt, die Savannas und die Plateaus können wir suchen und eben die Plains selber. Und wenn wir das zum Beispiel mit einem Crop Rotation wegreportieren, können wir hierfür zum Beispiel eine Savanne raussuchen oder ein Plateau und wir können uns noch ein Land raussuchen, was wir wollen. Das ist super mächtig, dementsprechend dort sehr, sehr wichtig. Dann für den Grünsplash Yamimaya, Cradle of Growth, damit wir mehr grünes Mana haben, weil unser Deck ist hauptsächlich grün, bisschen weiß und ein ganz bisschen rot. Gerade im Sideboard ist ein bisschen mehr rot, aber im Mainboard ist es sehr, sehr wenig rot. Dementsprechend alle Länder sind Forest, by the way. Dann 2 Zijiri Steppen, ist ein Artefakt, ist ein Land, tappen, kommt getappt ins Spiel, tappen für ein weißes. Und wenn es ins Spiel kommt, kriegt eine Kreatur Schutz von der Farbe unserer Wahl. Auch hier Crop Rotation oder der Knight of the Reliquary oder auch der Elf Reclaimer können daraus einen Schutzspell machen. Und wir haben einen zweiten drin, damit wir auch einen aggressiven Spell daraus machen können. Wie zum Beispiel ein Unblockbar, es geht nach eine Baleful Strix, wir machen Marit-Lage, hauen zu und dann gewinnen wir. Apropos Marit-Lage, ich habe jetzt lange noch drum herum geredet. Wir spielen 2 Dark Doves. Das ist ein Land, kommen mit 10 Marken ins Spiel. 3 Mana können wir eine Marke removen. Und wenn der No-Ice-Counter drauf hat, dann wird das Ding geopfert und wir kriegen eine 20-20 Marit-Lage. Wir zahlen natürlich keine 30 Mana dafür. Wir gehen mit Thespian Stage easy peasy da durch. Tappen für ein farbloses oder für 2 Mana tappen. Wir lassen die Thespian Stage zu einem Land unserer Wahl werden, zum Beispiel Dark Doof. Und ja, ich nenne es Dark Doof, es tut mir leid, es ist nicht Dark Depths für mich, es ist einfach nur Dark Doof.
Und damit können wir dann eben die Dark Depths Combo kopieren, beziehungsweise das Land kopieren. Dann haben wir ein Land mit Legendary. Dann nehmen, lassen wir das hier weggehen. Und die Session Stage hat keine Marken und wir kriegen dann 20-20 fliegen und zerstörbaren. Das können wir halt, wie gesagt, auch instant im Gegnerzug machen. Hammer. Ohne Karakas verlasse ich das Haus nicht. Tappen für ein farbloses, tappen einen gegnerischen Legendary Zug auf die Hand geben. Wir haben selber, glaube ich, keine, die wir Zug auf die Hand geben wollen. Außer Machtlage. Den wollen wir aber nicht zurück auf die Hand geben. Aber auch gegen gegnerische Machtlage und so weiter. Ziemlich gut. Dann ein Maze of If. Maze of If enttappen wir eine angreifende Kreatur. Und jeglicher Schaden, der zugefügt wird von dieser Kreatur, wird verhindert. Mega. Damit kann man halt Sachen einfach weghalten. Und wenn man Sachen weghalten kann, kann man überleben. Dann kann man eine Dark Dwarf Combo machen und gewinnen. Und mit Testament Stage kann man halt auch 4 davon haben, wenn man möchte. Ich habe schon angekündigt, eine Dryad Arbor ist eine 0-Mana-Kreatur, weil sie keine Mana-Kosten hat. Im Deck hat sie halt eine Mana-Kosten von 0. Ist eine 1-1 grüne Kreatur. Gleichzeitig ist sie auch ein Forest. Hat also Einsatzverzögerung. Das bedeutet, man kann sie nicht direkt für Mana tappen. Aber man kann sie mit Green Sunsinit raussuchen, was sie sehr mächtig macht. Ein One-of-Buyuka-Bock für den Graveyard Hate. Tappen für ein schwarzes, kommt getapptes Spiel. Wenn es das Spiel verkommt, exilieren wir alle Karten aus dem Spiel von einem Friedhof unserer Wahl, von einem Gegner wahrscheinlich. Weil unsere eigenen machen wir das sehr selten. Habe ich auch schon gemacht gegen den Surgical. Aber das machen wir sehr selten. Und dann 3 Wastelands. Tappen, opfern, zerstören, non-basic land. Super wichtig für gegnerische Wastelands, gegnerische Karakasse und so weiter und so fort. Weil diese Combo, Dark Dwarf Combo, ist sehr, sehr anfällig gegen gegnerischen Landschwachsinn. Und mit Wasteland lösen wir den gegnerischen Landschwachsinn. Wir haben halt keinen Platz für Pithy Needle oder ähnliches. Dementsprechend müssen wir halt Wastelands spielen, um gegnerische Wastelands zu vernichten. Soviel zum Mainboard. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Im Sideboard haben wir ein wildes Durcheinander. Wir haben ein One-Off Path to Exile, sehr, sehr gut gegen zum Beispiel Ur-Delver, um mehr Removal zu haben oder gegen andere Dark Dwarf-Spieler oder. Ist einfach ein zusätzlicher Removal. Es ist Sword Nummer 5, beziehungsweise mit dem Ending Sword Nummer 6. Finde ich halt besser als ein Ending. Ich mag Path immer noch sehr. Dann haben wir 2 Force of Vigor. Force of Vigor, 4 Mana, wir zerstören 2 Artefakte und oder Verzauberungen. Wir können grüne Kreatur aus der Hand exilen, wenn es der Gegnerzug ist, und statt die Mana-Kost zu bezahlen. Super mächtige Karte. Hat mir schon so, so viele Spiele gewonnen. Alleine, weil es halt einfach mal eine Ursas Sage abräumt oder einem Artefaktspieler oder eine Chalice oder sonst. Wahnsinn, es räumt alles ab. Dann ein Collector-Oof, den können wir mit Green Sunsinit raussuchen, ist gerade gegen diese ganzen komischen Artefakt-Decks mittlerweile richtig, richtig wichtig geworden. 2 Mana, 2-2, aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht aktiviert werden. Wie gesagt, Green Sunsinit, sei Dank. Dann habe ich ein Tower of the Magistrate. Ich hatte eine Foil-Version davon. Die ist bockteuer. Deswegen habe ich mir jetzt eine Non-Foil gekauft. Und versuche gerade meine Foil zu verkaufen. Tower of the Magistrate, tappen für Mana mit der Farbe, für ein Mana tappen, kriegt eine Kreatur Schutz von einer Artefakten. Das ist halt gegen Baleful Strix sehr gut, ist gegen Ausrüstungen sehr gut und ja, einfach eine gute Karte. Dann haben wir einen Pyroblast. Pyroblast, Counter-Target-Spell, wenn er blau ist, zerstören permanent ist, wenn es blau ist. Sollte man vielleicht 2 von spielen. Aktuell spiele ich einen davon und 2 Red Elemental Blast. Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise macht man es andersrum. Normalerweise macht man 2 Pyroblast und 1 Red Elemental Blast. Denn der Red Elemental Blast ist ein bisschen schlechter. Er macht für ein rotes, countert er einen Spell, einen blauen Spell oder zerstört ein blaues Permanentes. Das heißt, wir können ihn nicht casten, wenn wir kein Target haben. Auf der anderen Seite können wir ihn auch nicht targeten. Ich weiß es nicht. Also es wird einen Grund gegeben haben, warum ich beim Deckbauen es so umgemacht habe. Ich kann ihn nur nicht mehr rekapitulieren. Normalerweise mache ich immer 2 Pyroblast und 1 Red Elemental Blast. Das ist einfach der Standardration. Dann mehr Blau-Hate. Chokes. 3 Mana, Inseln enttappen nicht während des Enttapp-Segments des Beherrschers. Wir haben keine Inseln drin. Der Delver-Spieler schon. Und allein das hier macht den Delver-Spieler schon rund. Dann, aktuell läuft ja so viel Initiative rum und so viel Doomsday und der ganze Death in Texas-Kram und so weiter und so fort. Dementsprechend 2 Torpor-Orbs. Ja, Torpor-Orb macht auch bei uns die Endurance schlecht. Aber ich glaube, die Endurance ist die einzige Karte, die davon negativ beeinflusst wird. Kreaturen, die ins Spielfeld kommen, lösen keine Trigger aus. Das ist wichtig. Dann noch ein Glacial Chasm. Ist kumulative Versorgung, 2 Leben. Wenn er ins Spielfeld kommt, müssen wir Land opfern und jegliche Schaden, den wir bekommen, wird auf 0 gesenkt und wir können nicht angreifen. Das alles in Kombination ist super gut und super mächtig gegen so Aggro-Decks, deswegen als One auf dem Sideboard drin. Dann habe ich noch 2 Endurance als Graveyard Hate. 3 Mana 3-4 hatten wir ja schon gerade eben und einfach noch mehr davon zu haben, um den Graveyard vom Gegner wegzuschaffeln, ist wirklich, wirklich nötig, gerade gegen Doomsday, gerade gegen Reanimator und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall mein Graveyard Hate. Und ja, da würde ich sagen, so viel zum Mainboard. Gehen wir mal in den Deck Talk, weil der Deck Talk
ich mag das Deck. Ich habe das Deck schon öfter gespielt und wäre Mono White Initiative nicht ein Deck geworden, wäre das mein Deck gewesen, womit ich, glaube ich, die nächste Zeit richtig, richtig viel Spaß gehabt hätte. Ja, das hier ist das Deck in a nutshell und ich liebe das Deck. Ich finde es großartig. Es macht so viel Spaß. Die Dark Depths Combo ist eine meiner Lieblingskombos. Es ist einfach ein 20-20 fliegenden, unzerstörbaren Token zu generieren und jeden dazu putz zu schlagen. Ist der Wahnsinn. Habe ich immer schon gern gemacht. Damals sogar schon extended. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich mag Maverick. Elvish Reclaimer, Knight of the Reliquary und Crop Rotation erinnern mich sehr stark an Maverick, an diese Creature-Based Midrange. Ich hau dem Gegner ins Gesicht, also gerade Elvish Reclaimer. Und der Knight of the Reliquary, wirklich geil. Und Crop Rotation nochmal, um diese Länder rauszusuchen. Es ist so geil. Und mittendrin Minsk und Buu, eine Karte, die ich ja sowieso schon mit dem Minsk und Buu Blade, was ich euch mal vorgestellt habe, sehr, sehr lieben gelernt habe. Der auch hier Power Level, Modern Commander Legends, Baldur's Gate, Powerhouse Set. Ich mag es immer noch nicht, weil es nicht Commander Legends ist, aber ich finde halt ein Baldur's Gate Set cool. Und ja, also wirklich, wirklich cool. Hammerkarte. Das ganze Deck macht einfach Spaß. Das kann ich einfach nur sagen. Das Deck macht Spaß und ich kann jeden verstehen, der das Deck spielen möchte. Und ja, vielleicht konnte ich jemanden animieren, da vielleicht mal reinzugucken. Und wenn ihr was da zum Deck zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das hilft mir, das hilft euch. Es hilft vor allem mir, dass ich die Motivation für euch nicht verliere. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.